Hitzerekorde, Waldbrände, Hochwasser, für viele ein Zeichen dafür, dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist und auch fatale Folgen für die Zukunft hat. Das macht vielen Klimaaktivisten, wie etwa denen der selbsternannten oder sogenannten letzten Generation, Angst. Manchen nun sogar so sehr, dass sie keine Kinder mehr in diese Welt setzen wollen. Und Markus, ein Fall aus Bayern, der schlägt nun besonders hohe Wellen. Eine 35 Jahre alte Frau aus Regensburg und Mitglied der letzten Generation hält es für so unverantwortlich, heutzutage noch Kinder zu bekommen, dass sie sich sterilisieren ließ. Ein Vorgang, der unter den Gleichgesinnten womöglich kein Einzelfall ist. Und genau darüber wollen wir sprechen. Bei uns im Studio Weltautor Henrik M. Broder. Ganz herzlich willkommen bei uns. Das ist erstmal eine Meldung. Als ich die gehört habe, war ich mir nicht sicher, ob ich sie glauben kann. Wir haben dann geguckt, es gibt tatsächlich diese Frau. Das ist jetzt kein allgemeiner Trend. Es ist aber auch kein einziger Einzelfall, sondern es gibt womöglich weitere Menschen, die so denken in dieser Bewegung, auch in Großbritannien. Wie haben Sie reagiert und wie schätzen Sie das ein? Genauso wie Sie. Ich dachte, das ist ein später April-Scherz. Hat irgendein Redakteur vergessen, das am 1. April online zu setzen, holt es jetzt nach. Nur lustig ist es nicht, ne? Es ist überhaupt nicht lustig, es ist makaber. Es erinnert mich an einen alten Witz. Geschieht meiner Mutter recht, wenn mir die Finger abfrieren, warum kauft sie mir keine Handschuhe? Wir haben es hier mit einem Akt der moralischen Erpressung zu tun. Und es sind vermutlich nur Einzelfälle, aber wissen Sie, jeder Dammbruch fängt mit einem Haares an. Und irgendwann summieren sich die Einzelfälle zu einer Masse. Deswegen muss man mit allem rechnen. Wir haben es hier mit einer erweiterten Strategie zu tun. Es fing an, mit jungen Menschen sich von Brücken abseilten. Dann gab es das Festkleben auf den Straßen. Zwischendurch das Besudeln von Kunstwerken und jetzt die Sterilisation. Ist Ihnen überhaupt aufgefallen, dass bis jetzt die wenigen Fälle, die bekannt geworden sind, dass es dann nur um Frauen geht? Im Prinzip könnten sich auch Männer sterilisieren lassen, aber sie lassen sich dieses männliche Privileg nicht nehmen. Und ich finde das, wissen Sie, einfach obszön. Es ist ein irreversibler Eingriff, das muss man wissen. Das muss man sich bewusst sein. Die Fäden können später nicht mehr zusammengebunden werden. Und es ist eine Form der Selbstverstümmelung. Es ist wirklich Selbstverstümmelung. Und das zeugt nicht etwa von der Verzweiflung dieser jungen Menschen. Wenn jemand meint, mit Tempo 100 und dem 9-Euro-Ticket dem Klima beikommen zu können, dann ist er nicht verzweifelt, er ist nur dämlich. Das zeugt einfach davon, dass wir es hier mit einer relativ entfesselten Bewegung zu tun haben. Und ich frage mich, what's next? Selbstmorddrohung? Wir müssen ja auch dazu sagen, diese gesamte Gruppe, da schließen sich natürlich auch viele an, die eventuell von dem Klimaschutz überzeugt sind, aber die Gruppe als solche jetzt gar nicht in all ihren Einzelteilen und Beständen so überprüfen und hinterfragen. Das kann natürlich schon sein. Hat das aber ja auch eine gewisse Vorbildsfunktion oder das Risiko besteht zumindest, dass eben so ein Schritt zu sagen, ich möchte nicht nur keine Kinder kriegen, sondern ich werde das auch biologisch so regeln, dass es nicht mehr möglich ist. Glauben Sie, dass es in gewisser Weise gefährlich ist für junge Teenager, die vielleicht sagen, ich schließe mich erstmal grundsätzlich dieser Bewegung an. Kann da dann auch eine Entscheidung getroffen werden oder eine Vorbildsfunktion ausgelöst werden, die schwierige Konsequenzen haben kann? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, ich bin aus dem Teenageralter Gott sei Dank inzwischen ein bisschen heraus. Und welche Wirkung das hat, das weiß ich nicht. Wenn ich höre und lese, was alles heute 10, 12, 14-Jährige mit ihren Handys anstellen, dann denke ich, die sind über alle Gefahrensituationen schon längst hinaus. Aber Sie haben recht, es kann tatsächlich eine Vorbildfunktion haben. Und die Tatsache, dass Sie nicht alles überschauen, was in so einer Gruppe passiert, das ist in jeder Partei so. Wenn Sie einem Brieftaubenzüchterverein beitreten können, Gott behüte, zwei AfD-Leute auch dabei sind, man weiß es nicht. Aber es ist wirklich, da gebe ich Ihnen recht, eine neue Stufe der Eskalation. Und ich sage das Wort ungern, aber es ist menschenverachtend. Und es gab sowas schon mal, fällt mir gerade ein, ein junger CDU-Politiker, dessen Namen ich vergessen habe, der auch früh gestorben ist, hat vor Jahren gesagt, man soll alten Leuten keine künstlichen Hüften mehr einsetzen, weil es sich nicht mehr lohnt. Und diese gleiche, wenn Sie so wollen, Nützlichkeitsabwägung sehe ich hier. Kind bekommen oder nicht Kind bekommen, das ist eine sehr private Entscheidung. Wahrscheinlich die privateste, die man treffen kann. Und das muss man der jeweiligen Frau überlassen. Aber daraus eine Jahrmarktnummer zu machen, das geht einfach nicht. Das zeigt, dass wir es mit absolut unreifen Menschen zu tun haben, die sich der Wirklichkeit verweigern, weil es gab noch nie
die richtige Zeit, um Kinder zu bekommen. Oder vielleicht aber auch, weil der Druck auf diese Menschen inzwischen so groß ist und die Angst, die dort gemacht wird, dass sie zu solchen Entscheidungen gebracht werden. Was ist denn dann Ihr Ratschlag? Ich meine, wenn wir konsequent sind und die Menschheit ausrotten, haben wir auch weniger CO2-Belastung durch die Menschen. Ist logisch. Nur, ist effektiv, aber am Ende nicht das, was vollkommen wir wollen. Richtig, was wäre Ihr Ratschlag an die Menschen, damit sowas eben nicht Schule macht? Also es gibt tatsächlich innerhalb dieser Bewegung einzelne Ströme, die für eine Reduktion der Menschheit eintreten. Es geht um das Überleben der Menschheit oder das Überleben der Erde. Und einige stimmen eher für das Überleben der Erde. Und das ist einfach makaber. Wissen Sie, auch für jemanden, der unter Überlebenden aufgewachsen ist, das Glück hatten, überlebt zu haben, ist das einfach völlig inakzeptabel. Aber wenn Sie mich nach einer Lösung fragen, es gibt schon Möglichkeiten, auf das Kinderkriegen zu verzichten und eine sehr effektive Empfängnisverhütung zu treiben. Ich würde vorschlagen, geht's ins Kloster. Werdet Nonnen. Das ist sauber, das ist einfach, das ist wirksam, das ist zielführend. Es kann fürchterlich nur nicht so ideologisch verbraten werden. Ja, Ihr Wort so für heute Abend, das Wort zum Donnerstagabend. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und auch wie immer für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit. Danke. Ich danke Ihnen.